Herzlich willkommen zurück zu Raft, hier im schönen blauen Universum. Hi Luminias, grüß dich. Hallo Herr Spielekaiser. Auch wieder mit dabei. Neue Aufnahmesession. Machen wir vielleicht so 2-3 Folgen, mal gucken, wie wir hinkriegen, weil es ist schon wieder spät abends. Egal, wir machen neue Folgen für euch, dass ihr täglich eine Folge zu sehen habt, morgens um 7. Und an dieser Stelle will ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir natürlich beide aufnehmen und ihr auch auf dem Spielekaiser die Ansicht gucken könnt. Hi Killer, jetzt fang ich an, Achtung. Genau. So. Was jetzt? Jetzt bist du satt gefressen. Ja. Hab Hai gegessen und das schreckt ihn jetzt ab. Ah ja, okay. Dann der, ja, der Typ frisst ja unsere Kumpanen, von daher. Ne? Ja. Der so, Kartoffeln. Sack. Haben wir denn schon angepflanzt? Ah, die kann ich ernten. Dann kümmere ich mir kurz ums Essen. Haben wir denn hier unten schon alles abgegrast? Nee, wir waren noch gar nicht hier. In der letzten Folge haben wir gesagt, wir wollen. Ah, okay. Und dann haben wir einfach mal angehalten und wir haben keinen Hai aktuell. Wir sind Hai-los. Wir sollten auch vielleicht einen Haiköder machen, falls er kommt. Das ist echt angenehm. Ja, dann kann man den damit ab. Wobei, das, ich habe das mit seinem Dipti gestern ausprobiert. Das interessiert ihn manchmal nicht. Wie? Ja, den interessiert das nicht, ob da. Bock auf Frischfleisch oder was? Ob da jemand ist, praktisch. Okay. Gut, dann gehe ich mit runter und baue noch ein bisschen mit ab. Hast du mal das Vogelnest gebaut inzwischen? Ja, aber hat erfahrungsgemäß nicht so viel gebracht. Das bringt Federn, ne? Ja, aber selten. Also die Möwe will sich irgendwie da nicht niederlassen, wenn die Angebote... Wenn du zu nah dran stehst. Genau. Haben wir den Ofen schon? Ich weiß gar nicht. Ich baue noch ein bisschen Lehm und so weiter. Wir brauchen Lehm unbedingt und Sand. Und Sand, okay. Dann brauche ich das auch. Ich hole aber erstmal Luft. Was ist in den ganz tiefen Regionen hier? Ich meine, das ist ja jetzt alles hier gut zu erreichen. Wenn man jetzt weit runterschwimmt, bringt das also, was? Ist da was? Ja, also es kommt, teilweise kommen noch Dinge. Mhm. Aber es ist auch so, dass... Ich habe mal mit Taucherflossen und Sauerstoffflasche und so weiter, kannst du wirklich sehr weit runter. Ja. Dann ist die Insel ist wie, so ein, wie so ein riesen Klumpen, weißt du? So ein, ja. Also hier geht es noch weiter runter. Ja, ja, es geht auch, bei den meisten geht es wirklich in den Ebenen runter. Denk an deinen Sauerstoff. Oh, hier ist ein, ja, ja, oh scheiße. Sonst kann ich dich unten rausfischen und da finde ich dich halt nicht, weil ich keinen Marker habe. Ja. Aua. Hi. Okay. Ich sag noch, er ist nicht da. Jack is back. Jack is back. Oder habe ich mich jetzt getäuscht? Haben wir eigentlich schon Namen für die Vogelscheuche? Nee. Hm. Gerd. Gerd. Gerd die Vogelscheuche. Wenn sich ein echter Gerd wird sich wahrscheinlich... Kann man einen Haiköder machen? Nee, Seil. Ey, warte mal. Nein, ich habe es nicht gekriegt. Das gute Essen ist weggeflogen. Nein. Ich meine, wir haben ja noch, ne? Jetzt habe ich eine Kartoffel so gegessen. Verschwender. Ich guck mal, ob ich einen Haiköder machen kann, weil es geht hier ziemlich weit runter und Da musst du drei verschiedene Sorten Dings angeln. Das Zwei verschiedene Sorten Fische. Eine Dori und noch irgendwas. Dori. Gut, denn ich gehe mal runter. Ich habe noch genügend Energie. Okay. Na? Oh, ey, der beißt gleich da rein. Nein. Das ist aber ganz gut, dass du ihn ablenkst beim Angeln, weil ich bin gerade unten. Rohe Hering und rohe Seebrasse. Das brauchen wir. Was habe ich hier? Rohe Buntbarsch. Oh, das könnte knapp werden. Oh, das könnte knapp werden. Luft, 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 Luft. Luft. Schlanken platzieren. Habe ich Wasser aufgefüllt? Ja, habe ich. So Geräusche macht er. So, ich glaube, wir haben jetzt inzwischen genug, um den Ofen zu machen. Aber es gibt ja auch Metall, ne? So, genau, Metallerze, die sind am Rand von dem, also relativ tief an diesen Riffs, relativ weit außen. Mhm. Na, komm. Krele, ne, Hering und Seebrasse. Oh, das wird zu knapp. Das wird zu knapp. Kiste, irgendwas haben wir da verloren. Oh, je, je. Ja, das kann gut sein. Ja, ja, ich bin das, ich mülle hier rum. Da ist die Seebrasse. Okay, ich muss mal erstmal den Schüssel ausladen. Ja. Haben wir in der Kiste noch Platz? Bald, wenn wir den Ofen haben. Ah ja, hier ist Sand und so ein Kram drin, das kann ich hier mit stacken. Mechanische Schrottente, was ist das? Also, ich bin bei diesen Blumen nicht überzeugt, dass wir die brauchen, weil das ist wirklich rein für die Farbe und... Ja, dann Throw it away. Wann verschwindet das Zeug denn, wenn man es hinlegt? Ich glaube gar nicht. Wie eine Möwe? Ich hab's. Direkt auf unseren Blumen verendet. Alright. Ich hole mal den Rest hier raus. Ich habe jetzt wieder zwei Plätze Platz. Das geht auch noch ein bisschen weiter runter, wenn du ein bisschen mehr um die Insel rumschwimmst. Aua.
Ich weiß, ja, ich hab ja. Aua, aua, aua. Der Hai hat mich angeknabbert. So, da ist der Köder. Ich schmeiß ihn einfach mal hier ins Wasser. Da sind Metalle. Die nehme ich jetzt noch mit und dann gehe ich hoch. Ob das gereicht hat? Ich glaub, ich hab wir müssen den Ofen damit fertig machen. Oh, ich muss nach oben. Der Hai, nicht nur Sauerstoff ist das Problem, sondern auch mein Leben. Ich habe den Köder geworfen, aber ich glaube, ich habe ziemlich... Ich habe ihn abgewehrt. Schitte geworfen. Ja, lock mal her. Habe ich. Ich habe meinen Fuß im Wasser gehabt. Ja, also hier habe ich den Köder hingeschmissen. Leider, der schwimmt ja noch. Ja, das, da wird er nicht reinbeißen. Weil er, der muss frei praktisch sein. Okay. Jetzt beißt er hier ins Boot. Du musst, ich brauche deinen Spieß, weil ich habe nur einen kaputten. Ja. Okay, super. So, was ich gelernt habe im Livestream ist, man kann, wenn man den Hammer ausgewählt hat, muss nicht auf diese Reparatur umschalten, sondern man kann einfach mit der mittleren Maustaste kann man nachreparieren, weißt du? Also muss den Hammer nicht auf den Reparaturmodus bringen, sondern kann es direkt praktisch nutzen. Mann, der ist so doof. So, du hattest noch nicht alles, ne? Nö. Ich glaube, er mag dich. Mhm. Der will doch nur spielen. Genau. Der tut doch nichts. Boah, hier geht's aber weit runter. Oh, ist richtig viel Stuff. Ey, jetzt beißt du in den Haiköder. Jawohl. Hoffe ich mal. Doch, sieht so aus. Jetzt kannst du. Ich lass ihn einfach mal. Ja, ja, ja. Rauf. Rauf, 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 rauf. Und. Oh. Luftholen, hier unten ist viel Sand und Lehm. Ja, macht ja. Taucherflossen und sowas wären richtig gut. Ist noch nicht fertig. Ja, ist gut. Er beißt hier fest, alles gut. Ne, dann habe ich hier Unrecht gehabt mit dem Köder. Vogelnest haben wir gelernt. Oh shit. Wir müssen den Ofen kriegen, das ist Ziel Nummer 1. Ja. Ich hab irgendwie Stuff. Können wir den schon, den Ofen? Ich weiß gar nicht, haben wir ihn schon gelernt? Ja, ja, also wir könnten ihn, könnten ihn bauen, hätten wir genug Zeug haben. Wir brauchen 6 Trockenziegel. Das heißt, wir brauchen Sand und Lehm. Eikopf jetzt weg, ne? Der beißt sich echt gut fest, ne? Ja, ja, der ist ja erstmal ein bisschen beschäftigt. Sand und Lehm kommt gleich. Ich habe einiges in die Kiste geschmissen. Ja, ich hab's gerade rausgenommen. Ich mache jetzt gerade die Ziegel. Oh, was bist du denn? Kupfer. Ich bring Kupfer mit. Das ist gut, ich habe jetzt 4 nasse Ziegel. Wow, ist hier viel. Der Haiköder ist weg. Wir hatten ja auch just schon saying. Oh shit, okay. Wir hatten schon Ziegel? Ja, klar. Wir haben ja schon ganz viele hergestellt gehabt. Echt? Warte mal, guck ich mal. Oh, warum ist denn der jetzt so weg? Schnell weg, der Köder, der Blöde. Naja, was ist schnell? Ja, 5 Stück haben wir schon, alles klar, I see. Warum ist ja Seetang? Super. Später ja, aber das ist. Seetang ist auch was, was du im Überfluss hast, weil du es an jeder Insel kriegst und okay. Wasser. Oh, jetzt wird's dunkel. Nachttauchgang mit Hai. Wunderbar. Ah, das ist ein Traum, das mag ich. Das so, Kunststoff weg. Mangosamen haben wir noch. Riesenmuschel. Das heißt, wir haben demnächst alles für den Ofen bereit. Ja, ich habe hier noch ein bisschen was. Wir können morgen Wir brauchen Planken. Wir müssen. Willst du noch mal los? Wir können auch weiterfahren. Also wir haben jetzt die Grundlagen haben wir. Okay. Ja, wir kommen aber noch in vielen Inseln vorbei. Also es ist nicht unbedingt notwendig. Okay. Wir bräuchten noch einen Nagel. Konnte ich herstellen. Die habe ich jetzt. Ganz viel Schrott dabei. Aua. Ja, dann kommen raus und dann fahren wir weiter. Schießen tot. Wir können es aber erstmal hinlegen, bevor wir losfahren, oder? Warte. Ich muss eben was trinken. Gluck, gluck. So, was mache ich denn die Dinger? Der Hähnchenschenkel ist durch. Wollen wir uns kurz hinlegen? Mhm. Oh, jetzt habe ich den. Was machst du? Nasse Ziegel, haben wir genügend. Brauchen wir gar nicht. Ich habe hier schon 4 und ich habe 5 in der Tasche. Okay. Das reicht. Ich liege. Gut, Moment, ich komme. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Good morning, you eat. Ja, aber ich ziehe den Anker, ja? Ja. Weil wir brauchen dringend. Achso, das Segel müssen wir einfahren. Dann müsste uns das Ding hier von alleine losfahren.
Ah, hier ist ja schon ein Seetang ohne Ende. Guck mal, ein Heilkopf. Ach, der steckt auch wunderbar. Schrott. Kunststoff. So. In welche Richtung? Wir können auch so ein Fähnchen machen. Ah, wir fahren praktisch längs. Also wir fahren nach links. Du hast was gelernt, hast du gesagt? Ich baue mal die Treppe ab. Jemand hat gesagt, ich kann die Treppe, will ich mit der Axt abbauen. Und dann hat jemand gesagt, die kannst du so wegnehmen. Nein, kannst du nicht. Du kannst die Fangnetze kannst du händisch abbauen, das geht. Aber die anderen nicht. Du hast gesagt, dass man die Fangnetze nicht so bauen muss, wie wir sie bauen. Man kann eine Lücke lassen. Es reicht, genau, es reicht einer. Genau. Dann würde ich sagen, dazwischen. Lass uns das doch ein bisschen umbauen, dass wir hier vorne an die Kante noch Fangnetze rankriegen. Mhm. Und ich brauche Planken. Die Fahrtrichtung ist im Moment ja mehr so hier über die Schmalseite hinaus. Deswegen drehe ich mal das Segel dahin, dass wir ein bisschen Speed kriegen. Ja, ich baue mal hier die Mitteldinger ab. Genau. Dann habe ich denn noch Platz? Nee, muss nicht weghaken, nicht weghaken, nicht weghaken. Die kannst du so wegnehmen. Steh mal, guck mal, unten steht X. Ja. Okay. Gut, nimm den äußeren. Ups. Okay, ich hatte gesagt, nimm den äußeren weg, weil dann können wir hier noch ein Stück einsetzen, was den Hai schützt. Verstehst du? Ach so, das können wir eh daneben bauen. Warte mal. Ja, ich habe nichts dabei. Nee, hier, das Ding rausnehmen. Nee, wir haben auch keine Planken. Ja, Planken haben wir ein bisschen. Ich hack mal jetzt die Treppe weg, weil die Treppe stört nur. So. Ach so, willst du das bauen? Okay, na gut, dann machen wir es ein bisschen breiter. Zum Beispiel. Ja. Ein breiter macht den Braten auch nicht fett, oder? Macht das Floß auch nicht fett. Ist es ja auch noch nicht. Hey, Kunststoff. Oh, Möwe. Also ich muss sagen, ich habe das Spiel jetzt Hitbox der Möwe ist echt rund 20 Stunden gespielt im Livestream und es macht immer noch Laune. Also ich habe immer noch Bock, neu anzufangen, weil Leute immer wieder fragen, macht das Sinn, das Spiel? Macht das Spaß? Ja, verdammt nochmal, es macht richtig Laune. Man sieht es ja auch an der Begeisterung. Also ich sehe Kollegen wie Moondai und so weiter, die das alle im Livestream spielen und wo wirklich Zuschauer ohne Ende einschalten. Also man, irgendwie trifft es ja den Nerv, außer den von Jackie, der Zuschauer. Da kommen Fass. Und wenn du die abgebaut hast, dann jedes zweite, dann setze ich dazwischen. Setzt du die dann hier vorne dran in Fahrtrichtung? Mhm. Kann man sich irgendwie drehen, dass wir fahren, richtig rumfahren könnten? Nö, wir fahren jetzt einfach so rum, hätte ich gesagt. Ja, ich würde sagen, irgendwie drehen können, ne? So, ich brauche Plastik, warte mal. Das ist nicht das Problem. Das Floß kann man nur an einer Dings drehen, an einer Insel. An einer Insel drehen, genau. Sind die Ziegel fertig? Nein, sind sie noch nicht. So. Dann setz mal deine Dings. Soll ich anhalten? Nee, es geht. Zack, okay. Da ist er wieder. Dann setz mal bitte die Fangbehälter da rein. Ja, wo willst du sie haben? Hier? Ja. Naja, weiter vorne. Oder na gut, kannst du auch mitten reinsetzen. Nö, geht auch mitten rein. Aber wir wollen halt eine Reihe bilden, denke ich mal, dass du vielleicht hier beginnst, weißt du? Dass ich hier zumache, dann mache ich hier es raus, Moment. So, da rein. Da das erste. Komm, Fässchen. Auch dieses Erfolgserlebnis, wenn man zielt, wirft und dann das geschafft hat. Das reinholst, genau. Jetzt fehlen mir die Bretter. Ja, um was davor zu setzen. Ein Backen wir mal nehmen. Ja, die kriegen wir ja. Ich meine, das am Anfang ist ja eh, du baust mehr? Das Floß nur so aus, dass du gerade Funktionalität hast. Ja, ich habe keinen Spieß. Hast du einen Spieß? Ja. Zwei, wo ist er denn? Da. Mensch, nee, ich habe keine Planken und nix. Oh, ich habe Dost. Da kommen drei. Zack, zack. Ja, schon ein bisschen was gefangen. Du musst noch aufpassen, dass es nicht abbricht, ne? Wenn das zu lang gebaut ist. Und bricht er ab? Ja, dann die Statik oder ja, nicht vorhandene Physik, die sagt das. Okay. So. Warte mal, hier können wir noch einen rausnehmen. Dann kann ich den hier rausnehmen. Ja, das ist blöd. Der ist post so nett. Wir brauchen es Planken. Definitiv. Oh, da ist noch einer. Da kommt eine Möwe.
Warte mal, ich baue das. Shit, ey. Ich baue das gerade nochmal um. Ich korrigiere das gerade nochmal ein bisschen. So, dann mache ich mich hier zu. Ne, mir fehlt ein Brett. Kannst du kurz mal bitte hier, wo die Lücke ist? Ja, wenn ich. Oh, da ist meine Axt kaputt. Eieiei. Ein Brett brauche ich noch. Da ist es. So. Jetzt brauche ich wieder ganz viele Planken. So, dann machen wir hier das Ding raus. Hast du eine Axt? Nee, hast du nicht, gell? Doch, habe ich. Kannst du dann. Wir müssen das um eins nach hinten versetzen. Oder wir lassen das hier einfach so. Was denn? Nee, wir lassen das so. Komm, wir lassen das so jetzt, bevor wir uns da rumbauen. Genau, jetzt können wir einfach nur in die Breite gehen, würde ich sagen. Eins habe ich noch. Ich habe auch noch einen Fang. Jetzt warte mal, das kann ich hier draußen dran setzen. So. Ja. Und mein Haken ist auch gleich kaputt. Ich glaube, ich muss mir erstmal einen Haken, weil das ja die Grundlage ist. Ich brauche noch 9. Oh, so viele Bretter. Oh, jetzt ist mein Haken kaputt. Durst. Oh nein. Das reicht am zu husten, wenn er Durst hat, ne? Sind die Ziegel langsam fertig? Oh, das sieht gut aus. So, warte mal. Haben wir die Möglichkeit jetzt hier. Ne, ich brauche noch 2 Planken, dann kann ich einen Ofen herstellen. Gerade alle Planken verballert. Ja, hier kommen 2, die sind hier. Okay. Wir stellen eine Schmelze her. Yay! Thumbnail. Wohin? 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 Ein bisschen weiter weg, da war das alles so eng. Ja, genau. Ja, dann machst du so genug Platz. So, ne? Da. Ja. Zack. Ah, wunderschön. So, dann muss eine Planke rein, damit es anfangen kann zu schmelzen und dann sollten wir Eisen einschmelzen. Ups. Hier habe ich natürlich nicht die Planke. Kann ich jetzt irgendwie. Warte mal. Steuerung. Oh, was ist eine Steuerung? Ich mal gucken, ob da irgendwann das UI ausblenden kann. Nein. Irgendwie. Echt gar nicht? Nur in einer. Doch, kann man, aber ich verrat's nicht. Na toll. Alle selber suchen hier. Nein, das geht nicht. Also ich hab's nicht gefunden bisher. Ich weiß, die in Fahrtrichtung, die Sachen, ich fische so trotzdem. Ah, hier sind auch ganz viele Blanken an uns vorbei. Ja, ich habe gerade ein paar platziert. Mal in dem Schmelzer. Das ist gut, dann können wir hier Eisen draufpacken. Ach, Wobei, wir müssen überlegen, was unser nächstes Ziel wäre. Ja, was macht denn Sinn? Ja, Sauerstoffflasche eventuell. Gut, das Grundziel des Spiels ist ja. Das Grundziel des Spiels ist ja, dass wir diesen Sender herstellen. Den müssen wir allerdings erforschen erst. Da müssen wir hier an den Tisch gucken, was wir als nächstes brauchen. Ich glaube, Glibber wäre das nächste, was wir einschmelzen müssen. Das heißt, wir müssten Seetang hier einschmelzen. Warte mal, habe ich einstecken? Habe ich nicht. Nein. Da. So. So. Jetzt wird der erste Glibber eingeschmolzen. So, so, Seetang. So, so, Seetang. Schau, 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 schon. Schade, dass es keinen Screenshot-Modus gibt hier im Spiel. Das fehlt im Spiel. Das ist wirklich. Das Spiel ist gar nicht so gut. Erst wenn es einen Screenshot-Modus gibt, ist das Spiel wirklich gut. Brennt das Ding? Ja, es brennt. Ah ja, wunderschön. Ich kann auch mal ein Brettchen nachlegen. Gehen, glaube ich, 5 Bretter rein oder so. So, einen Spieß wollte ich mir noch machen. Ja, vor der Hai. Auch und ich brauche 9 Haken. Wir können es natürlich auch mit Eisen. Na gut, es geht ins Netz. Wir können uns natürlich auch. Oh, da drüben. Wollen wir kurz hinsegeln? Oh, der. Ich brauche 3 Planken, ich habe keinen. Oh, mein Spieß ist kaputt. Geil. Nimm die Axt. Ne, geht nicht. Leider nicht. Was auch wie unrealistisch. Ich meine, ich würde auf den Hai einhaken, wenn es um mein Leben geht. Ja, klar. Mit allem. Da würde ich mit den bloßen Händen ins Auge pieksen. Ja, scheiße, ich brauche einen Bolzen. Wie kriegen wir jetzt einen Bolzen? Oh, kann man herstellen. Man muss ihn aber erstmal finden. Ich glaube, wir haben aber. Ich habe einen einstecken. Ehrlich? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir den schon erforscht haben. Lieber.
Ja, haben wir schon erforscht. Okay. Oh, mir geht's gar nicht gut. Oh Gott, habe ich Hunger. Oh nein! Ja. Machen wir Hashtag Kletterpflanzenklipper. Kletterpflanzenklipper. Das ist ein schönes Wort überhaupt. Hier könnt ihr sehen, wie es geschrieben wird. Und, Heißt es Kletterpflanzenklipper? So heißt es. Kletterpflanzenklipper, ja. Also Hashtag Kletterpflanzenklipper. Wir sehen uns zur nächsten Folge, wie ihr morgen früh oder wann immer ihr die Folge seht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, schaut doch mal beim Kaiser rein. Der nimmt mich auch noch auf. Und der Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr auch seine Ansicht sehen. Gerade wenn der Hai kommt unter Wasser und so weiter. Dann seht ihr mal, wie Minias überhaupt aussieht hier. Richtig, sieht man gar nicht von außen. Ich wünsche euch was. Bis morgen. Adios.